Laudetur Jesus Christus. Resurrexit, sicut dixit. Willkommen zur Übertragung des Gottesdienstes am Ostersonntag, den der Papst auf dem Petersplatz heute mit den Versammelten feiert. Sie haben eingeschaltet auf Vatican Media. Einen herzlichen Gruß an diejenigen, die uns über die Webseite www.vatican News war oder YouTube zuhören und zuschauen, und an alle, die uns über unsere Partnersender mitverfolgen. Radio Horeb, Radio Gloria, Radio Maria, Münchner Kirchenradio, Radio Maria Schweiz, Radio Maria Österreich, EWTN TV, KTV Fernsehen. Herzlich willkommen auch in den Bayerischen Rundfunk. Am Mikrofon für Vatican News begrüßt Sie Melanie Rosenbaum und Nadine Vogelsberg. Dienst beginnt mit einem Halleluja, einem speziellen Ritus, der ein Halleluja beinhaltet, und das Öffnen und Verehren der Christus-Ikone, die auf dem Altarhügel steht und deren Flügel, seine Flügel-Ikone, noch geschlossen sind. Bildschirm verfolgen, haben es gesehen. Für die anderen, der Petersdom, insbesondere der Altarhügel, ist in ein wahres Blumenmeer getaucht. Die Floristen der Niederlande haben wieder ganze Arbeit geleistet. Knapp 50.000 Blumen sind jetzt hier verteilt worden. Die Osterkerze steht neben dem Ambo. Zuschauer haben sie gerade gesehen. Papst Franziskus hat sie gestern entzündet am Osterfeuer, als er die Vigil gefeiert hat. Die Blumen, die Sie am Altarhügel sehen, sind hauptsächlich in Grün gehalten. Das sind Cymbidium-Orchideen, etwa 900 Stück.
Einzugsprozession hat begonnen, der Papst sich jetzt vor den Altar begeben, um gleich zur Ikone zu gehen, die jetzt noch verschlossen ist. Und die beiden Diakone, die daneben stehen, werden die Türen gleich öffnen. Sit Dominus de sepulchro, qui pro nobis perpendit in ligno. Aus dem Grab erstanden ist der Herr, der für uns am Kreuz gehangen hat. Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Flügeltüren der Ikone geöffnet und man sieht einen von einem georgischen Künstler gemalten Christus Pantokrator, der Weltenherrscher, eine Hand segnend und die andere im Evangelienbuch. Und neben ihm sind 8 Bildtafeln, die sich auf ein Stück aus dem ersten Korintherbrief beziehen. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Dann erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Herzliches Willkommen auch an denen, die jetzt erst zugeschaltet haben, sei es über die Website vaticannews.va oder YouTube. Willkommen zur Feier der Messe am Ostertag mit Papst Franziskus aus Rom. Der Papst hat den Halleluja-Ritus und die Verehrung der Christus-Ikone vorgenommen, jetzt den Altar mit einem Kuss verehrt und auch mit Weihrauch, sowie auch die Ikone mit Weihrauch verehrt. Alles Symbole für Christus. Wir
freuen uns, dass Sie zugeschaltet haben und mit uns diesen Gottesdienst jetzt feiern wollen, der mit der liturgischen Eröffnung nun gleich weitergehen wird. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre perché questo rito di aspersione ravvivi in noi. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen den Segen Gottes unseres Vaters herabrufen, damit dieser Ritus der Bestrengung mit Weihwasser in uns die Gnade der Taufe erneuere, durch die wir eingetaucht sind in den Erlösung bringenden Tod des Herrn, um mit ihm zum neuen Leben zu erstehen. Während die Schola nun das Vidi Aquam, ich sah Wasser hervorströmen, singt, besprengt der Papst die Gemeinde mit Weihwasser. Deus omnipotens, nosa peccati purificet. Der allmächtige Gott reinige uns von Sünden und mache uns durch das heilige Opfer, das wir nun feiern, würdig, am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Amen.
Es folgt das Tagesgebet. Deus, qui odar Mariae per unigenitum tuum, eternitatis nobis aditum, de victa morti reserasti. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Amen. Erste Lesung in spanischer Sprache. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen. Das ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Der Antwortpsalm ist aus dem Psalm 118. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Diese Antiphon dieses Antwortpsalms zieht sich durch die ganze Osteroktav. Thank you.
rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Die Rechte des Herrn ist erhoben, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Es folgt die zweite Lesung in französischer Sprache. Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Brüder und Schwestern, ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Verbum Domini. Deo gratias. Chor und Gemeinde singen nun die Ostersequenz des Victime Paschali Laudes. Thank you.
Das Lob dem Osterlamme bringt es ihm dar, ihr Christen. Das Lamme löst die Schafe. Christus, der ohne Schuld war, versöhnte die Sünder mit dem Vater. Tod und Leben, die kämpften, unbegreiflichen Zweikampf. Des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun lebend. Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen. Das Grab des Herrn sah ich offen und Christus von Gottes Glanz umflossen. Der Ruf zu Christus, der in seinem Wort gegenwärtig ist, das Halleluja. Unser Paschalam ist geopfert, Christus, so lasst uns das Festmahl feiern im Herrn. Halleluja. Und während die beiden Diakone das Evangeliar feierlich zum Ambo tragen, denn es wird heute in lateinischer und griechischer Sprache verkündet werden, singt Gemeinde das Halleluja. Dominus vobiscum, et nos spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Prima autem sabbatorum Maria Magdalene venit mane, cum aduc tenebre essent ad monumentum, et videt lapidem sub latum a monumento. Currit ergo et venit ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum quem amabat Iesus, et dicit eis, tulerunt dominum de monumento, et nescimus ubi posuerunt eum. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen,
Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leintenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Venit ergo et Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et videt linteamina posita, et sudarium quod fuerat super caput eius. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebundener daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Quia portet eum a mortuis resurgere. Verbum Domini. Wir hören nun noch einmal das gleiche Evangelium in griechischer Sprache. Weisheit. Aufrecht, lasst uns hören das heilige Evangelium. Irene passi. Der Friede sei mit allen. Etu kata Ioannin, agigo Evangeliu, to anagnosma. Proskomen. Idemi aton sabbaton, Mariae Magdaleni, ercete proiskotias, eti usis istomni mion, che vlepiton liton irmenon, ectum nimiu, trechihum. Che ercete prosimonam Petron, che proston allum matiti, one filigo Iisus, che legi aftis, iranton Kyrion endugum nimigu, che cuhidamen tu hethican, αγαπτών. Εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρκοντο εις το μνημείον. Έτρεχεντε δύο δυο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμεν τακήγον του Πέτρου και γίλτεν πρώτος εμτιμ νημιγούν, και παρακύψας βλέπει κύματα τα οτονία ομέντι εις ήλθεν. Έρκετεύουν και Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό, και εισήλθε εις το μνημείο και θεωρεί τα γοτόνια κείμενα και το σουδάριον, ο είναι επί της κεφαλίγης αυτού,
ομετάτων οτον ίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετικμένων εις έγεναν τόπον. Τότε ούν εισήλθε και ο Γάλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος ειν θο μνημείο, και είδε και επιστέψε. Ο δε πογάρ είδε σαν τον γραφή, ότι δίγει αυτό εν νεκρόν αγαναστή είναι. Während die Schola, zunächst stellvertretend für die Gemeinde, geantwortet hat, Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir, und jetzt singt auf viele Jahre Heiliger Vater ad multos annus, küsst der Heilige Vater das Evangelium und segnet damit die Gemeinde. Es folgt eine kurze Ansprache des Heiligen Vaters. Wie üblich hält er sie frei. Nachdem wir das Wort Gottes gehört haben, dieses Abschnitts des Evangeliums, möchte ich euch drei Dinge sagen. Primo, l'annuncio. Erstens die Verkündigung. Hier gibt es eine Verkündigung. Der Herr ist auferstanden. Diese Verkündung wurde von Mund zu Mund in den ersten, von den ersten Zeiten an weitergegeben. Der Herr ist auferstanden. Und die Frauen, die hier gegangen sind, um den Körper des Herrn zu salben, haben sich vor einer Überraschung gefunden. La sorpresa. Die Überraschung. Gli annunci di Dio sono sempre sorprese. Denn die Verkündigungen Gottes sind immer Überraschungen. Denn unser Gott ist ein Gott der Überraschungen. E così dall'inizio della storia della salvezza. Und so, von Anfang der Heilsgeschichte an, mit Abraham beginnend, überrascht Gott. Geh, verlass dein Land, geh in das Land, das ich dir zeigen will.
Es kommt eine Überraschung nach der anderen. Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci. Gott kann keine Verkündigung tun, ohne uns zu überraschen. Und die Überraschung ist es, was dich im Herzen berührt, was du nicht erwartest. Um es mit der Sprache der Jugendlichen zu sagen, also die Überraschung ist ein Tiefschlag, den erwartest du nicht. Und er kommt und bewegt dich, berührt dich. Also erstens, eine Verkündigung erfolgt als Überraschung. Zum Zweiten, die Eile. Die Frauen rennen, sie haben es eilig. Sie rennen. Gott hat dies getan. Die Überraschungen Gottes setzen uns in Bewegung, sofort, ohne Verzögerung. Und so rennen sie. Um zu sehen, und auch Petrus und Johannes rennen. Die Hirten in der Nacht der Weihnacht sind auch gerannt. Kommt, lass uns nach Bethlehem gehen. Die Engel haben uns das verkündet. Die Samariterin läuft, rennt, um ihren Leuten zu sagen, das ist was Neues. Ich habe einen Mann gefunden, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Und die Leute wussten, was diese Frau getan hatte. Und diese Leute rennen, brechen auf, lassen liegen, was sie gerade machen. Auch die Hausfrau lässt die Kartoffeln in der Pfanne. Von mir aus verbrennen sie, aber es ist wichtig, dass man rennt, um zu sehen, um diese Überraschung zu sehen, diese Verkündigung. Und auch heute in unseren Vierteln und Dörfern geschieht das. Wenn etwas Besonderes passiert, dann rennen die Leute, um es zu sehen. Andare di fretta. Schnell gehen, eilen. Andreas hat auch keine Zeit verloren, ist sofort zu Petrus gegangen und hat gesagt, wir haben den Messias gefunden. Die Überraschungen, die guten Nachrichten, die gibt es immer so, auf diese Art, in Eile. Im Evangelium gibt es einen, der sich ein bisschen Zeit lässt, der nichts riskieren möchte. Aber der Herr ist gut, er erwartet ihn mit Liebe. Thomas. Ich werde glauben, wenn ich gesehen haben werde, wenn ich die Wunden gesehen habe. Und auch der Herr hat Geduld. Für die, die nicht so schnell sind. Also die Verkündigung, eine Überraschung. Die Antwort ist die Eile. Und das Dritte, was ich euch heute sagen möchte, ist eine Frage. Und ich? Was mache ich? Habe ich ein offenes Herz für die Überraschungen Gottes? Bin ich fähig, schnell zu antworten, zu eilen? Oder immer mit dieser Verzögerung, morgen werde ich sehen, schaue ich morgen, mache ich morgen. Und das Gleiche sagt man dann morgen nochmal. Was sagt die Überraschung mir? Johannes und Petrus sind gerannt
zum Grab. Und für Johannes sagt das Evangelium, er sah und glaubte. Und auch Petrus glaubte, aber auf seine Art. Mit einem Glauben, der ein bisschen gemischt war, mit dem Bereuen, dass er den Herrn verleumdet hatte. Aber die Verkündigung, die zur Überraschung wird, das schnell dorthin rennen und die Frage, und ich, heute, an diesem Ostern 2018, und ich, was mache ich? Du, was machst du? Und du? Und ich? Was? Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Die Gemeinde wird in verschiedenen Sprachen aufgefordert, einen Moment der Stille zu halten und über diese Worte des Heiligen Vaters nachzudenken, die er, wie es dann schon üblich ist, frei vom Evangelium ausgehend formuliert hat. Er hat uns gesagt, die Verkündigung kommt immer als Überraschung. Und unsere Antwort darauf muss das Eilen sein. Das sich beeilen, um hier eine Antwort zu geben. Und deshalb ist das Dritte eine Frage. Eine Frage, was mache ich? Wie reagiere ich auf diese Überraschung? Auf dieses Ostern und an diesem Ostern 2018? Antwort auf das Evangelium und diese das Evangelium auslegende kurze Predigt wird die Gemeinde gleich im Credo. Ich glaube, wir glauben an den einen Gott geben. Amen.
Fratelli carissimi, costituiti figli nella grazia pasquale. Liebe Brüder und Schwestern, durch die österliche Gnade sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden. In dieser Zuversicht richten wir nun an Gott unsere Gebete in den Fürbitten. Oremus pro Papa nostro Francisco et universis ecclesiae episcopi. Die erste Fürbitte erfolgt in russischer Sprache für Papst Franziskus und alle Bischöfe der Kirche. Gott Vater, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, schenke ihnen den Freimut des Evangeliums und apostolische Leidenschaft. Oremus pro publicis moderatoribus et legum ferendarum conventibus. Wir beten in Englisch für die Regierenden und Gesetzgeber. Guides all of history. Sustain them always in their service and direct their efforts. Gott Vater, der die ganze Geschichte lenkt, stärke und erhalte sie stets in ihrem Dienst und lenke ihr Tun und Streben zugunsten von Gerechtigkeit und Frieden. Oremus provocationibus ad sacerdotium et ad vitam consecrata. 渴望众人得救的天父, 求你... Auf Chinesisch beten wir um Berufungen zum Priestertum und zum geweihten Leben. Gott Vater, der will, dass alle Rettung und Heil erlangen, schenke der Kirche heilige Diener des Altares und freudige Zeugen für das, was in der Zukunft wirklich sein wird. Oremus pro peccatoribus et animo destitutis. Il padre che accoglie gioioso. Wir beten auf Italienisch für die Sünde und die, deren Herzen in die Irre gegangen sind. Gott Vater, der die Söhne und Töchter, die zum Zurückkehren freudig empfängt, rühre ihre Herzen an, verwandle ihre Schritte und tröste sie mit seiner Barmherzigkeit und Gnade. Oremus pro pauperibus dolentibus atque eis qui odio premuntur. In arabischer Sprache beten wir für die Armen, die Leidenden und die von Hass Beladenen. Der Vater, der seine Kinder nie vergisst, lasse sie die Kraft und Macht von Ostern erfahren und an seiner unendlichen Liebe teilhaben. Sii benedetto Dio nostro Padre per tutti i benefici che hai effuso su di noi. Gepriesen seist du, Gott unser Vater, für alle Wohltaten, die du über uns ausgegossen hast. Erneuere heute die Wunder deiner Güte durch die Kraft der Auferstehung, Jesus deines Sohnes und unseres Herrn. Der Gabenbereitung bringen nun Gläubige die Gaben zum Altar. Und mit ihnen nehmen auch wir alles, was wir haben und sind, und können es mit dem Opfer vereinigen. Die Schola wird gleich das Terra Tremuit singen, Furcht packt die Erde und sie verstummt, wenn Gott sich erhebt zum Gericht. Halleluja.
Der Heilige Vater hat Altar, Weihrauch verehrt. Bittet nun, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Sacrificio Domini Paschalibus Gaudis, exultantes offerimus. Herr, unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Domino vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Domino, gratias agamus Domino Dio nostro, dignum et justum est, equum et salutare. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude, darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Es folgt das erste Hochgebet in lateinischer Sprache. Deigitur, clementissime Pater, per Jesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplice rogamus ad petimus, uti acceptabias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere, vigneris, toto orbe terrarum, una con me indigno famulo tuo, con ecclesie tue prese voluisti, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, per quae tibi offerunt hoc sacrificium laudis, processu isque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spes salutis et comunitatis sue, tibi qui redem vota sua eterno Deo vivo e vero. Comunicantes, et diem sacratissimum celebrantes resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, secundum carnem, sed memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virgines Mariae, genitrices eiusem Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed beati apostoli eiusem Virgines Ponsi, et beatorum apostolorum et martyrum tuorum, Petri et Paulo, Andrei, Iacobi, Ioannis, Tomei, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei,
Simoni, Setadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Gijoni, Ioannis et Paolo, Cosma e Damiani, et Omnium Santorum Tuorum, Quorum Meritus, Precibus qui concedas, ut in omnibus protectionis Tue muniamur auxilio. Ancisci tur oblationem servitutis nostre, sed ecunte familiae Tue, quantibi offerimus prois quoque, quos regenerare dignatus es ex aqua et Spiritus Sancto, tribuens eis remissionem omnium peccatorum, quesum, Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege innumerari. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere dignedis, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi fili tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pride quam pater etur, accepit panem in santas ad venerabiles manus sua, et elevatis oculis in celum ad te, Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simil modo, postquam cenatum est, accipiens et tum preclarum calicem in santas ac venerabiles manos quas. Item tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium Fidei. Geheimnis des Glaubens. Unde et memoris Domine nos servitui, sed plebs tua sancta, ius in Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus preclare maiestate tue de tui donis agdatis, ostiam puram, ostiam santa, ostiam immaculata, panem santum vitae eterne, et calicem salute perpetua. Supraque propitia sereno vultu respicere dignieris, et accepta vere sicuti accepta vere dignatus es munera puere tui justi abil, et sacrificium patriarche nostri abrae, et cotibi obtulit sumus sacerdus tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostri. Supplices, te rogamus omnipotens Deus, iube ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tue, ut quod ex altaris participatione sacrosanctum fili tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedizione celesti et gratia repleamus.
memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserum cum signo fidei et dormium in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri lucis et pacis ut indulgeas, te precamus. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitude in miseriationem tuarum sperantibus. Partem aliquam et societatem doniare dinieris con tuis santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Luce, Agnese, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quae sumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum. Per quem, et omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Et tibi Deo Patri Omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Wir werden aufgerufen, das Vater unser gemeinsam zu beten. Precepti salutari moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Ave noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut Libera nos quae sumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dinieri, qui vives e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Der Papst hat den Frieden des Herrn allen gewünscht und der Diakon hat dazu aufgefordert, dass nun ein jeder einem anderen ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung gibt. Und genau dies geschieht nun auch auf dem Petersplatz in Rom, wo der Papst den Gottesdienst zum Ostersonntag
am 1. April 2018 feiert. Und dieser Friede ist der Friede Christi, den er hinterlassen und uns gegeben hat, den wir nach dem Willen Christi in Einheit und Frieden verwirklichen sollen. Ecce Agnus Dei, ecce Quitoli peccata mundi, beati qui accedan agni vocati sum. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, selig die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Während die Schule gleich das Pascha Nostrum Immolatus est, unser Osterlamm ist geopfert, singen wird, wird hier gleich auf dem Platz die Kommunionspendung beginnen. Thank you.
Unser Paschalam Christus ist geopfert worden, Halleluja. Lasst uns also Festmahl halten mit den ungesäuerten Broten der Reinheit und Wahrheit. Während der Chor das italienische «Nei cieli un grido di suono» im Himmel ist ein Ruf erklungen, Christus der Herr triumphiert, Halleluja gesungen hat, das den deutschsprachigen Hörern vielleicht eher als Marienlied «Lasst uns erfreuen herzlich sehr, Maria seufzt und weint nicht mehr, Halleluja» bekannt sein dürfte, die Melodie ist jedenfalls die gleiche, wird hier auf dem Platz weiter die Kommunion gespendet. Und die Gläubigen werden aufgefordert, einige Momente der Ruhe und der Stille zu halten. Die wir leider im Radio aus technischen Gründen immer wieder unterbrechen müssen. Der Heilige Vater hat diesen Ostergottesdienst hier heute auf dem Petersplatz gefeiert, im Angesicht einer Christusikone, die die Fernsehzuschauer jetzt gerade noch mal in Großaufnahme sehen, ein Pantokrator mit der rechten segnenden Hand und in der linken Hand das Evangelium. Und links und rechts jeweils vier Tafeln, die Stellen aus dem ersten Korintherbrief, nämlich die Auferstehungsbotschaft versinnbildlichen. Und diese Auferstehungsbotschaft, so hat es uns der Papst in der Predigt, die er, wie man so sagt, Abraccio frei gesprochen hat, mitgegeben. Diese Osterbotschaft ist immer eine Überraschung, denn alle Offenbarungen, Verkündigungen Gottes sind Überraschungen. Und sie rufen uns auf zur Eile, zu einer schnellen Antwort. Apostel rennen, die Jünger rennen, die Frauen rennen zum Grab, vom Grab zu den Aposteln. Und was machen wir? Was mache ich ganz persönlich aus dieser Osterbotschaft? Der Herr ist auferstanden, auch für mich.
Oremos. Perpetuo Deus, Ecclesia tua, pio favore tue, ut Pascalibus renovata mysteris. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Der Heilige Vater wird nun den Schlusssegen spenden und dann wird man zusammen das Regina Celi Laetare, das O Himmelskönigin Frohlocke beten und der Papst wird danach. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aeternum nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia. Alleluia. Deo gratias, alleluia. Alleluia. O Himmelskönigin Frohlocke, Halleluja, denn er, den du zu tragen würdig warst, ist erstanden, wie er sagte, bitt Gott für uns Maria, Halleluja. Der Heilige Vater wird nun eine Rundfahrt mit dem Jeep auf den Platz machen und sich dann zur Segensloggia begeben, dort wo schon der Teppich bereit hängt, um seine Osterbotschaft zu sprechen und den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis zu spenden, den er auch allen gewährt, die über Radio, Fernsehen und die neuen Kommunikationstechnologien ihn empfangen. Wir werden uns gleich von Ihnen verabschieden für diesen Giro im Jeep und sind dann um 11:45 zur Übertragung von Osterbotschaft und Segen Urbi et Orbi wieder für Sie da. Wir danken Ihnen, dass Sie diesen Gottesdienst am Ostersonntag, dem 1. April 2018, mit uns gefeiert haben. Und vor allen Dingen denen, die uns über unsere Partnersender verfolgt haben, Radio Horeb, Radio Gloria, Radio Maria, Münchner Kirchenradio, Radio Maria Schweiz und Österreich, EWTN TV und KTV Fernsehen, sowie dem Bayerischen Rundfunk, der die Bilder überträgt. Natürlich grüßen wir alle, die uns über die Webseite www.vaticannews.va oder über YouTube zuhören und zuschauen. Weitere Informationen zum Heiligen Vater und seinen Grußbotschaften finden Sie auf unserer Homepage www.vaticannews.va sowie in unserem Newsletter, den Sie dort kostenlos bestellen können oder auf unserer Facebook-Seite. Die Zuschauer am Bildschirm können jetzt auch noch einmal dieses Blumenmeer von über 50.000 Blumen bewundern. Rosen, Delphinium, Lilien, Orchideen, aber auch ganze Bäume, Linden und Birken. Und natürlich, entsprechend der Jahreszeit, knapp 14.000 Osterglocken und viele Hyazinthen. Alles dies, und das schon zum 32. Mal, von niederländischen Blumenzüchtern. Thank you.
wollen damit einen Ostergarten erschaffen, farbenfroh, blau auf den Himmel verweisend, grün für die Hoffnung und gelb und weiß natürlich in den vatikanischen Farben. So haben es uns die Floristen vorher erzählt. Mit diesen Bildern und Impressionen und den Hörern, dem Halleluja aus dem Messias im Hintergrund, verabschieden sich für Vatican News Melanie Rosenbaum und Nadine Vogelsberg. Hier ist Vatican Media, Laudetur Jesus Christus.